Du bist ein Sauner! Und plötzlich kommt Bewegung rein. Die Eisdecke auf diesem Fluss ist zwar dick genug, um Personen zu tragen, aber offenbar nicht dick genug, um nicht selbst durch die Strömung in Bewegung zu geraten. Vom Ufer aus filmt ein Mann, wie die riesige Eisscholle immer schneller wird und immer größere Eisstücke am Rand abbrechen. Panisch ruft er Anglern beim Eisfischen zu, sie sollen sich beeilen, vom Fluss zu kommen. Nicht auszumalen, was passieren würde, sollte das Eis auch in der Mitte des Flusses brechen. Die Männer fangen an zu rennen. Ihre Angelutensilien schieben sie dabei auf Wegen oder in Kisten über das Eis. Es besteht Lebensgefahr. Doch alle Angler schaffen es schließlich sicher und zum größten Teil trocken vom Eis. Wie sich später herausstellt, hätte diese gefährliche Situation verhindert werden können. Die lokalen Behörden hatten vorher angekündigt, dass an dem Tag weiter stromaufwärts Wasser in den Fluss geleitet werden würde und das Eis deshalb brüchig werden könnte. Das Eisfischen war deshalb verboten worden. Hey, 我操！哎呦，快点，这，哎，这儿过来，我拽你快点，快点，快点。